Ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich hänge ganz gerne in den Seilen. Und heute zeige ich Ihnen mal, wie man dabei sogar noch ins Schwitzen kommt. So. Genau, und zwar ist es genau richtig schon. Du musst den hinteren weichen Teil hinten haben, genau vorne. Das würde ich einfach ganz entspannt hier vorne einhaken. Dann stürze ich vorhin nicht. Und dann passt es eigentlich schon. Wir loslegen. Alles klar, Tom, auf geht's. Chaka. Gunning heißt der Spaß. Mit einem Teampartner bespielt man ein elastisches Seil. Einer ist immer in Action, der andere macht aktive Pause. Meine Muckis brennen schon nach wenigen Minuten. Heimlich Pause machen geht leider nicht. Trainer Klaus Benk hat seine Augen nämlich überall. Ja, das ist der Killer. Wohl Arme schön aktiv mitnehmen, langer Oberkörper. Und hinten in der entspannten Phase wieder stehen bleiben. Ein bisschen das Seil schon mal vorne. Und dann versuchst du sozusagen deine Partnerin einmal ranzuziehen. Klaus Benk ist einer der ersten Trainer in Deutschland, die Gunning in kleinen Gruppen anbieten. Er quält uns aber nicht nur, sondern gibt vor allem Haltungstipps und motiviert, wenn mal gar nichts mehr geht. Na wunderbar. Naturtalent, ne? Aber das Naturtalent spürt seine Arme leider nicht mehr. Und meine größte Angst ist, dass ich mit einem ganz dicken Bizeps nach Hause gehe. Dabei will ich doch eigentlich was für Bauch, Beine, Po machen. Die dicken Arme werden hier wahrscheinlich nicht passieren. Wir haben allein von der Belastung her eher so ein Kraftausdauertraining, also eher eine Straffung der Muskulatur. Und wie du schon gemerkt hast, sind ja auch die Beine involviert, also wir trainieren wirklich den ganzen Körper. Deshalb powern mein Trainingspartner Tom und ich weiter durch. Zufall, dass er heute hier der einzige Mann ist. Und ihm geht's zum Glück wie mir. Ich kann nicht. Falls Sie es nicht verstanden haben, Tom kann nicht mehr. Aber die Zeit vergeht zum Glück viel schneller als bei einer Joggingrunde im Wald. Wir machen Ausfallschritte für den Po, Sprünge für die Beine und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich schon total straff geworden bin. Mein Gurt rutscht schon. Wo ist der finale Gong? Ende. Bitte. Und Löwen! 40 Minuten sind um. Halleluja. Wir haben es geschafft. Super. Wir sind noch fix und alle. Ich auch. Ja, Gunning, was findest du gut dran? Also ich finde es super, dass man das im Team macht, also in einer großen Gruppe, Mann, Frau zusammen, jegliche Altersklasse, egal welche Leistungsstufe. Ja. Das kann halt jeder machen. Frische Luft, ne? Frische Luft, natürlich, klar. Auf Musik, geht schnell vorbei. Ja, und Klaas als Trainer ist halt wirklich eine Granate. Absolut. 15 Euro kostet die Einheit übrigens pro Person bei der Granate. Kein Cent zu viel für ganz viel Spaß und das gute Gefühl danach.